Sebastian Born-Mehner, das Tierschutzthema ist für Sie eines der wichtigsten und Sie haben ja auch, glaube ich, mal behauptet, dass die aktuelle Regierung oder generell die Parteien, die sich im Parlament befinden, mit dem Tierschutz nicht ausreichend auseinandersetzen. Jetzt das Tierschutzvolksbegehren, das Sie mehr oder weniger initiieren, vielleicht ein paar Worte mal einleitend dazu. Gerne. Also was wir beobachten können seit Jahren ist, dass es einen riesengroßen Gap gibt zwischen dem, was die Bevölkerung sich wünscht, wie Tiere behandelt werden und dem, was für einen Stellenwert auch der Tierschutz, das Tierwohl, der Umgang mit Lebewesen in der Politik hat. Und mir ist ganz wichtig auch zu sagen, das zieht sich eigentlich durch alle Parteien durch. Das ist jetzt nicht eine Kritik an der Regierung, an der aktuellen oder an der vorherigen, sondern es fehlt grundsätzlich ein Bewusstsein in der Politik, in allen Parteien, zumindest in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, dass sich der Umgang mit Lebewesen aus den unterschiedlichsten Gründen ändern muss. Und ich bin sehr froh, weil ich habe das Gefühl, jetzt beginnt langsam ein Umdenken und deswegen kommt das Volksbegehren eigentlich auch zur rechten Zeit. Ja, generell, was das Wort Unterstützung jetzt im Vorfeld betrifft, haben Sie das schon erfahren oder kommt dieser Part erst? Naja, es sind zwei verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite, wir bereiten das Volksbegehren jetzt seit ungefähr Spätsommer 2018 vor. Das bedeutet, es ist immer größer geworden, mit Expertinnen an den Inhalten gearbeitet. Auf der anderen Seite, ich war auf Tour den ganzen Herbst über, habe über 1000 Menschen persönlich kennengelernt, in Vorarlberg genauso wie in Kärnten und im Burgenland. Und eine große Gruppe von inzwischen 4.500 Menschen hat sich angeschlossen dieser Bewegung, macht das Ganze auch zu einer Bewegung. Wir sind in über 1000 Gemeinden in ganz Österreich inzwischen vertreten mit Menschen, die gesagt haben, sie wollen an Bord kommen. Das alles dient der Vorbereitung. Ende Februar werden wir jetzt konkret die Inhalte vorstellen, den konkreten Forderungskatalog vorstellen, weil darauf warten einfach auch schon sehr viele Menschen, dass sie erfahren, was wird denn jetzt konkret Gegenstand dieses Volksbegehrens sein. Dann werden wir noch einmal auf Tour gehen, dann werden wir noch einmal uns 2-3 Monate Zeit nehmen, um mit den Menschen in Dialog zu treten, um auch ein bisschen im Detail zu erklären, warum wir gewisse Punkte reingenommen haben und vielleicht manche auch nicht, warum das, was wir da fordern, der heimischen Landwirtschaft hilft, aber auch gleichzeitig ein zukunftsweisendes Konzept im europäischen Kontext darstellt. Und dann mit Mai wollen wir beginnen mit dem Sammeln der Unterstützungserklärungen. Das ist dann auch wirklich der erste offizielle Baustein quasi auf dem Weg zur Eintragungswoche. Ja, vielleicht noch kurz zum Abschluss. Der Forderungskatalog soll eben jetzt Ende Februar fertiggestellt werden. Wie viel Arbeit wartet für Sie bis dahin noch, beziehungsweise welche Aufgaben müssen Sie bis dahin auch noch parallel erledigen? Also meine persönliche Aufgabe als Geschäftsführer des Tierschutzvolksbegehrens ist es, solche wunderbaren Termine wie heute wahrzunehmen und ein bisschen über das Volksbegehren der Öffentlichkeit zu berichten. Natürlich auch mit Politik, Medien und so weiter im Dialog zu sein. Der Forderungskatalog selbst wurde nicht von mir erarbeitet. Das ist mir ganz wichtig gewesen von Anfang an, weil ich bin nicht der Tierschutzexperte. Ich bin vielleicht derjenige, der in Österreich am meisten Leidenschaft mitbringt in der Politik, wenn es um den Tierschutz geht. Aber am besten kenne ich mich nicht damit aus. Deswegen habe ich mir von Anfang an Leute gesucht, wirkliche Experten ihrer Profession, das sind Tierärztinnen, das sind Landwirte, das sind Menschen, die seit vielen Jahren im Tierschutz tätig sind und die haben gemeinsam diesen Katalog erarbeitet. Ich durfte da sehr viel lernen, das ist auch für mich sehr spannend zu erleben, weil es ist schon immer das eine, was wir uns vorstellen, das andere, was dann auch gesetzlich geregelt werden kann. Das heißt, die Experten haben das erstellt und es werden auch Sie Ende Februar diesen Forderungskatalog präsentieren, die Expertinnen selbst. Jetzt gilt es für mich, die nächsten Wochen bis dahin weiter für unsere Sache zu werben, weiter Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt was Großes kommt, dass die größte direktdemokratische Initiative in der österreichischen Geschichte für den Tierschutz bevorsteht und dass Sie selber eine Möglichkeit haben, mitzumachen. Und das geht ganz einfach über unsere Homepage. tierschutzvolksbegehren.at/mitmachen, registrieren und Teil unserer Bewegung werden. Alles Gute, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen herzlichen Dank.